Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Prophet. Ich bin wieder auf dem Hof, beziehungsweise immer noch auf dem Hof, obwohl ich in der letzten Episode versprochen habe, dass es endlich weitergeht. Aber es gibt ein paar Teile, die ich noch regeln möchte, bevor wir weitergehen. Und das ist einmal die Berufe, die ich schon mal angesprochen habe. Ich habe das erste Erz geschmolzen, so gesehen, und zu Felsen verarbeitet. Und das war die Quest, die dieser Typ hier sehen wollte. Gut gemacht. Je mehr ihr der Herstellung übt, desto besser werdet ihr. Dabei erlernt ihr automatisch neue Rezepturen. Diese sind übrigens auch draußen bei Monstern zu finden, wenn ihr Glück habt. Alternativ könnt ihr alte Ausrüstung extrahieren, die ihr nicht mehr benötigt. Auch darin finden sich manche Rezepturen. Wenn ihr eine Rezeptur einmal gelernt habt, vergesst sie nie wieder. Hier sind noch ein paar Gefährten-Insignien für euch. Ihr könnt sie im Gefährten-Kompass verwenden. Öffnet ihn über das Freundes-Interface. Das ist eine Insignie, du. Okay, das war's anscheinend schon. Das habe ich hier eben gefunden. Das ist einfach so aufgeplöppt. Ein riesengroßer Drache mit dem Typen, der was sagen wollte. Und dieser Spieler hier, der greift mich an. Du musst mich doch irgendwo hinführen. Ich verstehe, nur Isira verstehen Isira Probleme. Was zum Teufel? Was zum Geier war das denn bitte für eine Quest? Ah. Beginnt in Auratia der Frontierkrieg. Auf Befehl des Hohen Rates bringe ich alle Osira aus der Unterwelt zur Stadt Ataixia. Skillverbesserung? Sieht so aus, als hättet ihr schon ein paar Schlachten geschlagen und gewonnen. Und nun wollt ihr eure Fähigkeiten verbessern, was? Nun, das Kämpfen ist ein Teil unseres Lebens. Es ist nicht ganz natürlich, dass ihr immer besser werden wollt. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr auf meinem Panzer Himmelsdrachen zur Hauptstadt in Ataixia reiten, nach meinem Boss, dem dortigen Transportmeister, suchen. Er wird euch weiterhelfen. Besteigt den Panzer Himmelsdrachen, um zum Transportmeister zu gelangen. Ich will dich nicht besteigen. Danke. Hey there. Okay. Anscheinend werde ich jetzt auf einen anderen Kontinent gebracht, wie es ausschaut. Okay. Ich bin gespannt, denke ich mal. Auch wenn ich eigentlich noch nicht hoch wollte. Aber mal sehen, was uns hier erwartet. Wenn es zu viele Quests sind, dann komme ich nochmal runter. Ich wollte diese Drachen mit den roten Flügeln im Hintergrund, die wollte ich unbedingt haben. Keine Ahnung, aber sie sehen irgendwie hübsch aus. Und ich habe noch einen Drachenslot frei, also warum nicht? Ach, es ist so toll, wenn sowas so lange laden muss und ich euch zulaber mit irgendwelchen sinnlosen Müll, den keiner interessiert. Und ich laber einfach weiter, bis dieses Scheiß... Hector, wir müssen weiter. Wo zum Geier sind wir hier? Wir wollen von diesem blöden Drachen nach hier... What the fuck, das ist ein ganz anderer Kontinent. Was soll ich hier? What the fuck, wie komme ich wieder zurück? Ich will nicht hier sein. Och man. Oh, ich kann einen Reisepunkt registrieren. Das ist richtig. Ortwechselpunkt. Kann ich auch auf einen anderen Kontinent zurückkehren? Bitte? Verdammt, wie komme ich jetzt wieder zurück auf den anderen Kontinent? Und hör auf zu blöd zu laggen, ohne Mist. Was war das? Moonwalk. Was bist du? Sieht aus wie der Koch. Lost. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ich glaube, dich sollte ich ansprechen. Lebensmittelhändler. Ach, du bist mir zu teuer. 500 Gold für so ein rohes Ei, what the fuck? Wie zum Teufel komme ich wieder zurück? Ich habe keinen Bock hier zu sein, ganz ehrlich.
Oh, da! Luftschiff-Captain. Luftschiff-Hafenmeister. So müsste ich wieder zurückkommen. Aktionshändler. Warte, was ist das? Gildenassistent. Gehegeverwalter. Ach. Ich habe gehofft, dass ich mir hier ein Haus bauen kann, aber anscheinend ist das nicht so. Okay, wir gehen jetzt zurück. Oh mein Gott. Wow. Bist du fett. Wir gehen jetzt zu dem komischen Luftschiffhafen. Sollt ihr sowas wie Drachen sein, oder? Hör auf rumzulecken, du hast keinen verdammten Grund dazu. Blöder PC. Okay, ich muss da hoch. Ah, da ist ein Luftschiff. Gut. So was passiert. Man wird von Drachen in irgendein Himmelskönigreich geschleppt, obwohl man nur seine Quests machen wollte. Und jetzt steckt man hier fest. Besteigt den Panzerhimmelsdrachen, um zum Transportmeister zu gelangen. Moment mal, diese Quest ist noch nicht abgeschlossen. Ich hab doch gerade diesen blöden Drachen bestiegen. Skillverbesserung. Sieht so aus, als hättet ihr schon ein paar Schlachten. Besteigt den Panzerhimmelsdrachen, um zum Transportmeister zu gelangen. Was zum Teufel habe ich denn bitte gerade getan? Oh, du siehst cool aus. Oh, so einen wie dich will ich haben. Ich sehe es jetzt schon kommen, ich werde mir die ganzen Drachenswords freikaufen müssen, weil ich nur 4 haben darf. Bring mich wieder zurück, wo ich herkam. Ich habe keine Lust hier zu sein. Ich bin dir vorbeigelaufen, oder? Goddammit. Please rescue us. Was? Mit dir reden? Mit dir? Mit dir? Speak fast. What the fuck? Wozu muss ich doch hier drauf? Oder? Ein riesengroßes Luftschiff mit überhaupt nichts drin. Bravo, Game Designer. Bravo. What are you looking at? I challenge you to a friendly fight. Getting around all right? I challenge you to a friendly fight. Pussy. Moment. Du. Speak quickly. Nein, verdammt. Du? Du willst gar nicht mit mir reden. Wie zum Teufel komme ich hier wieder weg? Luftschiff-Hafenmeister. Dieses Dock ist nicht zugänglich. Tut mir leid. Wenn ihr Luftschiffe von diesem Dock aus benutzen wollt, müsst ihr zu Kanal 1 wechseln. Fine, jeez. Verdammt nochmal. Zu Kanal 1 wechseln. Sonst noch. Du. Kanal 1 wechseln. What the fuck ist hier los? Ich will nicht zu Kanal 1 wechseln. Ich will nach Haus. Auf meinen Kontinent. What the fuck? Was machst du hier? Okay. Viel Spaß. Warum sehen die ganzen Viecher aus wie komische... Ja, du verstehst mich schon. Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? What the fuck? Ich bin aus. Da! Ortswechsel. Einen Augenblick. Hector? Hector? Warum bist du wieder geschrumpft? Ich hab da Ortswechsel. Benutze ihn. Vielleicht, wenn ich ihn hier rein tue. Bitte funktioniere, ich will zurück. Was machst du für einen Tanz? Oh ja, Gott sei Dank, ich komme zurück auf den Bo. What the fuck? Okay. Zahnräder anklicken. Kanal wechseln auf Kanal 1. Yeah. Yeah.
glaube, das war's. Kann ich jetzt endlich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen? Bitte. Mir gefällt das hier nicht. Es ist alles so neu. Mir gefallen neue Sachen nicht. Wirklich nicht. Wey. Ich bin... Wow. Warum das riesengroße Luftschiff wäre? Das war gerade noch nicht da. It's a good day. Ihr dürft gerne mit dem Luftschiff Transport in den übler Verhandlungsverteidigung in Anspruch nehmen. Hier ist bei mir ein Dock. Haltet. Cheers. Halten die Schiffe. Das Reiseziel zum Luftschiff ist an diesem Dock. Festmachen. Ist drohen. What the fuck? Make it quick. Needs. It's up to you now. Könnte ich vielleicht mit dir? Ja. I'm busy. Halten die Schiffe das Reiseziel für Luftschiffe. Muss ich irgendwie warten, bis ein neues Schiff ankommt oder sowas? It's a time of turmoil. Hätte ich doch niemals. What is it? Niemals diesen Dreckstypen angelabert ohne Mist. Wie zum Teufel komme ich jetzt hier wieder weg? Könnte ich ja jetzt schon wieder kotzen. Luftschiff! Luftschiff! Ich will aufsteigen! Ich will aufsteigen! Meins! Speak fast! Speak fast! Want something? Ich steige einfach auf. Der Hafen wird bald loslegen. Alle Passagiere werden gebeten, sich zum Einsteigen vorzubereiten. Wow. Okay, das wäre viel schöner, wenn es nicht so laggen würde. Okay. Weiter geht's. Warte mal kurz. Du! Du! Du bist doch... Bin ich bei dir richtig? Himmelssachenritter. Bring mich nach Artaisia. Okay. Enttäusch mich nicht. Wo zum Geier bin ich? Warum müssen MMO so riesengroß sein? Und Moment mal. Warte, ich weiß, wo ich bin. Ich bin in der gleichen Welt wie vorher, nur nicht da unten, sondern da oben. Verdammt nochmal! Ich habe anscheinend irgendeine Mission abgeschlossen. Were you in the army? Ich sehe es, ihr habt Morgans Blut in den Adern. Euer Körper nach zu urteilen. Was ist das da? Ich habe da gerade was gesehen. Einen riesengroßen Schatten. Na da. Okay. Eurem Körper nach zu urteilen sieht es so aus, als ob ihr bereits energisches Training hinter euch habt. Wenn ihr euch verbessern möchtet, dann gibt es nur eine Person, der Typ da vom Himmelszimmer. Für so ein strenges Training auf den Fahrten heißt es Misserfolg tot, also daran könnt ihr es nicht überleben, wenn ihr nicht trotzdem aussuchen möchtet. Oh, der Meisterschaftentrainer befindet sich im Steindom hier vor mir. Drückt nach Beenden dieser Questreihe N oder drückt Escape und klickt dann im Menü auf das vierte Symbol von links, um eure Meisterschaftspunkte zu vergeben. Fear is our greatest enemy. Cool. Ausnahmsweise bin ich mal wirklich da, wo ich hin wollte, weil ich wollte die Meisterschaften, oh, sieht schön aus hier. Ich wollte unbedingt die Meisterschaften, die Meisterschaftsskills bekommen. Das ist etwas, was man ab Level 15 freigeschaltet bekommt. Ich bin mal gespannt, worum es sich dabei handelt. Denn das Spiel ist so komplex und, ja, dass ich, oh mein Gott. Wow. Okay. Am besten mache ich hier mal einen Cut. Und
werde den Typen aufsuchen, der mir meine Meisterschaften beibringt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und immer dann denken, Just Fu. Bis zum nächsten Mal.